Das Ding bleibt ganz kurz von der Nanosekunde unten stehen. Das heißt, ich muss irgendwie timen, diesen Sprung dahin zu kriegen. Na, das war ja nicht so schlau. Das war ja nicht so schlau. Okay, also, wir können das Ding timen, aber wir müssen dann trotzdem nochmal warten. Ich glaube, wir werden hier niemals rauskommen. Okay, warte. Ja, ganz knapp. Das war ganz knapp. Ich wollte tatsächlich so timen, dass wir genau unten an der Ecke sind, wenn diese Druckwelle, kommt, damit wir optimal getimt wieder, mein Herr. Ah, schon wieder. Mann! Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich bin, ich glaube, wir kriegen das hin. So sehr, dass es jetzt vorbei ist. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir sind, wer wir sind, warum wir hier sind, was hier eigentlich los ist. Ich habe einfach keine Ahnung. Oh, okay. Hätte ich hier vielleicht noch nicht hingehen sollen? Hätte ich hier noch nicht hingehen sollen? Wie komme ich denn hier jetzt wieder weg? It's a trap. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier... Hallo? Oh Mann. Ach so. Habe ich gar nicht gesehen. Das sieht man jetzt so richtig. So. Hier ist wieder so ein Treppenhaus, wo wir vorhin waren, das unter Wasser war. Weißt du noch? Das sieht genau aus wie das Treppenhaus unter... Nein! How about no? Alter! Apropos unter Wasser, wie komme ich hier wieder raus? Wir werden da saufen, ne? Oh. Oh. Alter. Oh, der arme Junge. Wirkt inzwischen auch schon ein bisschen angeschlagener als zu Beginn dieser sehr lustigen Reise. Vor allem, wo kommt er her? Wo will er hin? Was ist sein Ziel? Ich misstraue übrigens schon diesem blauen Licht da drüben. Dem misstraue ich. So. Pfiou. Großartig. Oh nö. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Wer soll's hier? Probieren's mal. So. Jetzt sind wir also drüben. Keine Kameras, das wundert mich ein bisschen. Wir haben überall, alles sieht ja so Hightech aus. Also nicht Hightech, aber Stahl, ne, und bla bla bla. Viele Durchsagerohre, aber keine Kamera. So, hier ist nichts. Da unten können wir durch, okay. Ja, wir müssen sogar da unten durch. Okay, alles gut. Alle Dude, wir müssen da unten durch, wie es aussieht. So. Da sieht ja sehr vertrauenserweckend aus, alles. Bossfight. Ja,
Ich weiß, links ist auch eine Plattform, aber rechts ist ein roter Knopf, da muss ich zuerst drauf drücken. Das ist mir sehr wichtig. Ne. Aber die ist tot, oder? Die hat da irgendwas, die hat irgendwelche Kabel aus der Nabelschnur, oder? Ich weiß, ne, nicht Nabelschnur, sondern weißt du schon, aus dem Bauchnabel ragen irgendwelche Kabel. Erinnert mich einfach so ein bisschen an den Trailer von Hideo Kojima. Ich mag die, auch wenn die mega gruselig ist. Das Problem ist, wenn diese Scheibe hier wahrscheinlich durchbrechen wird. Cool, dass man da selber dran patschen kann zum Gucken. Wenn die durchbrechen wird, dann sind wir wahrscheinlich froh, wenn die alte weg ist. Die linke fliegt auf jeden Fall. Okay, ich ahne es. Ich ahne es. Warte. Wir machen mal Folgendes. Wir machen das kurz mal weg. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt nehme ich da rüber. Und jetzt kommen wir von hier aus natürlich nach oben. Diese komischen Sprungmotoren. So. Ich will da nicht rein. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt hier reingehe? Ich weiß doch, was da wartet. Ich weiß doch, was da ist. Ich geh doch da nicht... Ich geh jetzt da rein. Ich geh doch da nicht rein! Erstmal fett ins Wasser kacken. Okay. Ich springe so weit wie möglich rüber. Das Fieseste wäre, wenn ihr noch rausspringen könnt. Achso, hier geht's nach oben. Ich wollte jetzt weiterspringen. Ich dachte, das geht noch ein bisschen so. Ich dachte, wir müssen jetzt noch ein paar Mal Jungle Hunt machen hier. Eigentlich finde ich die voll süß. Ehrlich gesagt. Weißt du, manchmal ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht einfach die Sterbeanimation mitnehme. Weil die könnten, glaube ich, echt ganz cool aussehen. Das klingt jetzt ein bisschen harsch, aber du weißt, was ich meine. Nämlich genau das, was ich sage. Das werde ich niemals schaffen! Ich wusste doch, dass es nicht vorüber ist. Ich wusste es doch. Achso, natürlich geht's da nicht weiter, wie man dachte. Das macht das Ganze jetzt ja noch ein bisschen spannender. Hui, tschüss. Oh, was passiert? Geht der Wasserspiegel hoch? Dann sterbe ich. Wow, was für eine aufregende Seilbahnfahrt. Kann es sein? Was? Ich raff noch nicht ganz, wozu diese Seilbahnfahrt gut ist. So. Ich glaube, nach rechts weiter geht's nicht, ne? Ich guck mal ganz kurz. So. Hä,
Wozu ist das gut? Wir waren auch schon da hinten auf der Plattform. Ja, Todesanimation. Ich glaube, die will ihn nur... Ich glaube, die ist nur einsam, ehrlich gesagt. Ich glaube, die ist nur einsam. Und dahingehend tut es mir auch ein bisschen leid. Vor allem ist sie nicht nur einsam, die ist auch wahnsinnig schnell. Die ist wahnsinnig schnell. Okay, die Frage ist nur, was können wir hier machen mit diesem Ding? Gibt's da überhaupt... Ich meine, macht das hier überhaupt irgendwas? Wenn ich jetzt hier, kann ich jetzt da ganz drauf gehen? Nee, ne? Nee. Ich kann ja auch nichts dran hängen. Okay, vielleicht ist das für später. Oh Gott. Nein, bist du doof? Vielleicht können wir noch später was dranhängen. Und zwar, oder müssen wir irgendwas hier auf diese Plattform ziehen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß aber nicht genau, was oder wie oder warum überhaupt. Rumpfs. Ich könnte hier vielleicht auch eine Leiche dranhängen, um sie zu ködern oder sowas. Tatsächlich. Aber wie komme ich jetzt selber darüber? Kann ich hier vielleicht... Mit dem Ding hier kann ich nicht so gut schaukeln, ehrlich gesagt. Das... Ah, man merkt es bereits. Es ist sehr viel schwerfälliger. Ich habe auch keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Und das Problem ist, ich muss ja dann auch wieder zurück. Muss ich überhaupt zurück? Reicht es nicht, wenn wir auf den Knopf drücken und dann versuchen abzuhauen? Hm... Ja, das klappt ja nicht so gut. Nein, das war's nicht. Hey, Schnucki! Ich liebe dich! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Das funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, wir können jetzt mit der Kette irgendwie ins Wasser schwingen, aber das funktioniert leider auch nicht. Hier können wir sonst ja nichts machen. Die Alte lauert unten. Flumpfs! Wir müssen irgendwie durchs Tor, klar. Unten rechts ist ein Tor und wir können den Button drücken, dann geht das Tor zu. Wir sperren sie damit aus. Folgt sie dem Kran? Nö. Einfach so... Ah, Mann. Ärgerlich. Das sind so... Na, 30 Sekunden oder so. 30 Sekunden. Trennen uns da. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ich teste mal was. Ich kann sie ja vielleicht hierher locken. Aber ich weiß nicht, ob ich dann wieder an den Kran drankomme. Dazu müsste ich testen, wie weit ich an dieser Schnur runter kann. Ne, wenn ich jetzt mich selbst als Köder nehme quasi, dass sie erstmal da hinten rumschwimmt. Wie weit kann ich runter? Ich kann mit den Füßen ins Wasser. Ich kann mich also hier quasi so ans Äußerste hängen vom Haken. Okay, wir probieren das mal. Ehrlich gesagt, fühle ich mich dabei nicht unbedingt wohl, aber... So, wir
sind also der Köder. Wir sind der Lebendköder. Sonst, also ganz ehrlich, wir kommen hier nirgends durch, ohne dass irgendwas ganz Furchtbares passiert oder irgendwas ganz Fieses ist. Es gibt hier einfach keinen ruhigen Abschnitt. So. Gott. So. Gironimo! Ich habe Angst, dass hier gleich alles nach unten bricht und wir natürlich mit. So. Was ist denn das hier? Hallo? Ne. Die kleine Mistkröte. Ich mag die, aber das ist eine kleine Mistkröte. Natürlich. Es hätte ja auch mal klappen können. Und wir müssen wahrscheinlich ins Wasser und wir müssen vor der kleinen Mistkröte wahrscheinlich auch fliehen. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob wir die vielleicht wieder zurücklocken können. Nur mal so testweise. Können wir natürlich nicht. Oh Gott, ich will doch nur ein bisschen Ruhe. Oh, warte, der war falsch getimed. Großartig. Ich hätte zweimal drücken sollen. Hey, Schnucki! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Lass mich atmen! Du erdrückst mich! Deine Liebe erdrückt mich! Okay, bringt das was, wenn man zweimal drückt? Bringt das was? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir müssen einmal drücken und dann nochmal nach links. Bisschen ködern. So, ich mache wieder mit Anlauf. Ich bilde mir ein, das bringt was. Jetzt wissen wir ja zumindest, wo wir hin müssen. So, jetzt ist sie ja bei uns, ne? Und wenn wir die jetzt darüber ködern, dann können wir gleich die Tür zumachen, wenn sie kommt. Verstehst du? Ich hoffe, das klappt. Aber wir müssen ja nicht wieder umdrehen. Boah, Alter, das Spiel macht einfach. Ich hoffe, das ist weit genug. Ich bin mir nicht sicher. Das war nicht so elegant. Mal durchatmen zwischendurch. Oh, Gott sei Dank ist hier keine. Sagte er und schwamm wahrscheinlich in die nächste. Ariel und ihre Freundin. So, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Mega stabil. Oh. Oh, die ist so süß eigentlich. Guck mal, wie die sich klammert. Ach so, ich muss da noch. Ach so, ich dachte, das wär's. Ja, jetzt vorbei. Hä? Ist jetzt vorbei oder nicht? Jetzt ist vorbei. Das ist fast irgendwie schön. Warum wird uns das so lange gezeigt? Sie hat da irgendwas an uns dran gemacht.
Das ist so dumm.